ist wichtig. Und deswegen bin ich gern gekommen und danke. Auch nach dem Wahltag helfen, solange die Hilfe gebraucht wird. Und auch schon gesprochen haben, werden wir alles tun, was das Land Berlin. Hier sein kann und dass du das organisiert hast. Vielen Dank. Ich weiß, wie hart die letzten Tage für viele von euch waren. Viele, die heute hier sind, haben Angehörige verloren unter den Trümmern. Das schwerste Teil. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute zusammengekommen sind. Um dieses gemeinsame Zeichen der Solidarität zu setzen, möchte ich euch zurufen, dass ihr nicht alleine seid, dass wir den Schmerz teilen. 5 Tage sind vergangen seit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die Zerstörung ist erschreckend. Die Bilder sind nur schwer zu ertragen. Viele Menschen, die überlebt haben, stehen buchstäblich vor dem Nichts. Sie brauchen unsere Hilfe jetzt ganz akut. Und Vernachlässigung zu kämpfen hat. Und viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie. Wir sollten es ihnen parteiübergreifend ermöglichen, Angehörige aus der Türkei und Syrien vorübergehend bei sich aufzunehmen. Dafür sollten die Einreisebedingungen schnell und pragmatisch angepasst werden. Hilfe darf nicht an bürokratischen Visaerleichterungen scheitern. Ich glaube, das ist eine Situation, wo die Worte einfach versagen. Ich hoffe, dass die Toten Ruhe finden und die Angehörigen Trost und Hilfe. Herzlichen Dank. Mittlerweile auch das Symbol, wo wir zusammenkommen, wenn Freunde. Wir stehen in Bestürzung und Trauer, erschüttert von dem großen Leid, das die Menschen hier und in der Türkei und in Syrien erleben müssen. Wir nehmen Anteil an ihrer Trauer und an ihrem Schmerz. Wir brauchen euch. Wir brauchen jeden Einzelnen für die Menschen. Es ist wichtig, dass aus Berlin heute hier vom Brandenburger Tor ein Zeichen der Solidarität ausgeht, des internationalen Mitgefühls. Es ist Cemile Dincer. Sie stammt aus einer kurdisch-tscherkesischen. Es sind Menschen dort, die hier Verwandte haben, enge Verwandte, die ihre Kinder vielleicht dort haben, ihre Eltern, Ehepartner. Und wir haben gestern im Senat verabredet, dass wir die Einreisebestimmungen und die Bedingungen, um ein Visa zu erhalten, erleichtern werden. Und deswegen haben wir auch nicht geschlafen in den letzten Tagen. Und es geht nicht nur um Solidarität heute, sondern es geht auch darum, dass wir auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter helfen. Denn diese Aufgabe, diese massive Zerstörung, das unfassbare Leid, das wird leider dauern, bis das heilt. Und manches wird nie heilen. Und wir gemeinsam trauern und gedenken können. Und verallgemeinern. Wir müssen das tun und dürfen nicht populistisch dabei werden. Geholfen, sondern da haben Berliner denen geholfen, die Hilfe brauchen in der Welt.